Tschüss. Hey. Hi, Bro. Brother. What's up, what's up? Leichtestes Gewicht ever. Lowest weigh in, huh? Ja, lowest weigh in. Ich habe wieder Bock gehabt. 74,2 Kilo. Ich bin jetzt eigentlich ready für Miami. Metabolic Magic. Habe wieder Streifen auf dem Arsch. Ja, es ist lustig, Mann, es ist lustig. Weißt du, wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass wir nach jedem Refeed eigentlich, ja, ich sage jetzt 2-3 Tage später, das leichteste Gewicht auf der Waage hatten. Und der Sepp, weißt du noch, hat ein Video gemacht mit dem Sepp. Mhm. Der meint, es hätte nichts damit zu tun, dass du an Gewicht verlierst, wenn du einen Refeed-Day machst. Sondern es ist darum, weil der Cortison-Level runterkommt. Cortison-Level, genau. Das Wasser, also es hat schon was mit dem Gewicht rausgeht, zu tun. Klar. Aber nicht mit dem Fettverlust, mit dem Netto-Fettverlust, meinte der Sepp. Und wir denken halt schon. Ich lasse mich schlussendlich immer von der Optik beeinflussen. Und wir haben das halt immer gemerkt, dass nach einem Refeed nicht nur das Wasser rausgeht, sondern eben auch die Gesamtoptik besser wird. Das heißt, ich selbst empfehle jedem, mit diesen Ladetagen zu spielen, und zwar vor dem Wettkampf, weil er dann auch weiß, wie sein Körper reagiert, wie lange es geht. Ich habe das bei mir auch rausgefunden, dass es sehr lange geht, also bis wir schlussendlich dann ausgefüllt waren. Macht drei, das heißt, Refeeds. Genau. Man kann eigentlich sagen, dass umso tiefer ihr mit dem Körperfett geht, umso mehr Refeeds ihr eigentlich auch pro Woche machen solltet. Also man kann theoretisch auch am Schluss, das habe ich sogar in einer Studie so festgehalten, ich kann das auch hier verlinken, dass es Leute gibt, die haben noch Fett verloren mit 2 extremen Low Days die Woche und 5 Haltetagen. Also das ist schon richtig krass. Das heißt, sie haben 5 Tage lang Haltekalorien gefahren und dann in 2 Tagen das Fett nochmal gedroppt durch das harte Defizit. Das ist schon krass, was so ein Refeed ausmacht. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr tief genug seid, macht 2 Refeed Days, nicht nur einen. Einen lohnt sich in meinen Augen nicht. Zieht 2 Tage durch. Schaut, was passiert. Ich wurde extrem müde an meinen Refeed Days. Ich habe gemerkt, dass der Körper die Energie, die Nahrung, die im Körper ist, braucht, für den ganzen Körper, um den Körper zu heilen, wieder zu reparieren. Und nach den Refeed Days, einen Tag später, ging es mir dann wieder deutlich besser. Und heute hatte ich, wie gesagt, das leichteste Gewicht. Bist du? Ja, noch mit Milch drin, oder? Nein, schwarz. Habt ihr das gesehen? Die Bäume sind farbig. Wir haben rot, gelb, grün, braun. Wir haben alles drin. Und ich liebe Herbst. Es ist wirklich mega schön. Selbst wenn ihr müsst mal im Wald spazieren gehen jetzt in dieser Herbstzeit. Es ist so schön. Was mag ich am liebsten? Sommer, Winter, Frühling, Herbst. Alle 4 Jahreszeiten liebe ich. Wir sind unterwegs ins Büro zu Like Mac. Was wir dort machen, wer das ist, werdet ihr jetzt dann gleich erfahren. We like to entertain you. Aha. Was machen wir hier, Bro? Das frage ich mich jetzt auch gerade. Das sind Büros und Redaktion. Wir sind hier in der Redaktion von Like Mac. Like Mac, check's mal ab unten in der Beschreibung www.likemac.com. Wir haben hier zum Podcast, wo wir ein bisschen über die Business sprechen, über die allgemeine Werbesituation, die sich ja massiv am Verändern ist. Und Like Mac wird auch eine kleine Kampagne starten für die Pro Bowl Classic für die Leser und Leserinnen. Ja. Hallo zusammen. Ich bin Karin, hi. Patrick, okay. Freut mich. Amen. Patrick, freut mich. Tschüss zusammen. Bye-bye. Das war spannend. Ja. Gut, also, war spannend. Ich habe nicht gedacht, das ist nur ein Stummel verkleiden. Ja. Auf Hochdeutsch, ich muss auf Hochdeutsch sprechen.
Markus ist der CEO, Geschäftsführer von Like Mag. Ja, stell dich doch mal ganz Hallo kurz vor. Zusammen, genau. Ja, wir haben mit Like Mag zu dritt, mit Florian, Sandro und ich, haben hier ein spannendes Business im Bereich, auch Social aufgebaut. Ja, mittlerweile Kampagnen auf Social, Facebook, YouTube, Instagram, ihr kennt, das hat massiv zugenommen. Mhm. Wir haben uns da spezialisiert, machen wir mittlerweile viele coole Dinge für Werber und es freut uns auch immer mit Leuten, die es auch begriffen haben, wie, wie die Leute, wie ihr beide, uns da auszutauschen. Ja, was sehr interessant auch für uns, ja. Auf jeden Fall. Und der zweite, Bro. Zweite, ja. Genau. Termin. Was für ein schöner Weg. Ich fuhr jetzt circa eine Stunde durch das Glanerland durch und durch die Berge. Bin jetzt hier circa eine Stunde weit weg von Zürich und ich besuche die Metzgerei Mark. Die Metzgerei Mark ist Produzent von Power Beef. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Power Beef ist Schweizer Qualitätsfleisch und ist ein Snack mit einem sehr hohen Proteingehalt, was jetzt auch ein bisschen die Fitness Szene aufmischt und die haben mich kontaktiert betreffend eine Zusammenarbeit mit der Proper Classics. Die haben gesagt, hey, sie würden eigentlich gerne dort einen Stand haben und ich als Veganer hatte mir überlegt, okay, möchte mir hier überhaupt eine Kooperation eingehen, aber mussten dann feststellen, hey, es gibt sehr, sehr viele Leute, die meisten von euch, die meisten, die an der Proper Classics sind, sind wahrscheinlich nicht pflanzlich unterwegs und ernähren sich natürlich von auch tierischen Produkten und denen möchten wir auch etwas anbieten. Und jetzt bin ich da, ziehe mir das Ganze mal rein, weil mir ist es extrem wichtig, dass das Fleisch eine sehr gute Qualität hat, wenn wir das dort an der Proper Classic anbieten. Was mir auch wichtig ist, ist, dass hier, ja, dass die Tiere gut gehalten werden. Und darum bin ich hier persönlich und schaue mir das Ganze mal an. Ah, perfekt, da ist er. Das ist der Andi. Der Andi ist der Chef. Bin jetzt mal übelst gespannt, was er mir hier so zeigt. Weil noch ist es nicht safe. Ich muss es zuerst mir anschauen und muss dann wirklich sagen, okay, doch, das ist die Philosophie, die kann ich teilen. Das Unternehmen ist gut. Machen wir eine Kooperation für die Proper Classic und dann sind die Plätze dann auch schon fast, sie sind eigentlich fast schon voll. Andi, hallo, wie geht's? Ich möchte dich herzlich begrüßen, der Metzgerei Mark. Ja, du, mega schön hier. Ja? Ja, sehr schön, ja. Richtig auf der Alm für gut. Einen Rundgang und dann starten wir hier. Yes, genau. Bin jetzt gespannt. Oh, hier die harte Fleischproduktion. Hä? Krass. Die Fleischproduktion, die Zuschneiderei. Aha. Jetzt aus hygienischen Gründen müssen wir da was anziehen. Yep. Schau mal hier. Hier seht ihr so ein Produkt. Ah, das Fleisch ist von hier, von Graubünden. Graubünden, ja. Jawohl, genau. Die Schuhe? Du, ich bin auf Wettkampf, die ist sicher kalt da drin, gell? Nein, ist nicht so kalt. Mit meinem tiefen, was ich mit meinem tiefen Körperfett anzeige. Ja, ja. So. Meinst du, das könnte hart sein für mich, um das zu sehen, so als Veganer? Ne? Könnte das hart sein für dich? Ich denke nicht. So, nee, ich denke auch nicht, dass es für mich ein Problem sein wird. Was du vielleicht nicht weißt, vor noch ca. 1,5 Jahren habe ich auch mal viel Fleisch konsumiert. Dann bin ich in die Proteger gegangen und habe mir für meine Wettkampfdiät kiloweise Rindsfilet, ja, oder Pferdefilet sogar geholt. Ja. Viel Protein. Das, genau, ich dachte damals noch, hey, das ist unbedingt nötig, viel Fleisch zu konsumieren. Ich mochte auch das Fleisch. Und dann, jetzt seit gut einem Jahr, bin ich zu 100% pflanzlich unterwegs. Ja, das ist krass. Dann gehen wir mal, ja. Wie das so läuft bei euch? Hallo zusammen. Hallo zusammen. Darf ich fragen, woher kommt das? Also das Fleisch ist jetzt hier, aber bevor es hier ist? Bevor es hier ist, ist ein Tier. Und das Tier wird geschlachtet, wird bei uns geschlachtet. Ja, aber habt ihr auch einen Schlachthof? Wir haben einen Schlachthof. Der befindet sich hier? Ja, das befindet sich auch hier. Das ist am Montag, Dienstag wird geschlachtet. Die andere Zeit wird das zerlegt. Man sieht, dass es gibt verschiedene.
verschiedene Qualitäten vom Fleisch. Mhm. Teilstücke sind mit Fett belegt. Und bei uns ist es so, für die Produktion Power Beef ist es ein ähnliches. Mit dem Fettanteil, das Fleisch, der Fettanteil, ist das so. Viele kennen das, das Fleisch, Bündnerfleisch kennt man. Ja, genau, Bündnerfleisch kennt man. Kennt man auch in Deutschland, glaube ich. In Deutschland, ja. Und der Fettanteil ist sehr gering. Man sieht es da, von hier reden wir von 2% im Fertigprodukt, 2% Fettanteil. Okay. Sehr hoher Proteinanteil, mhm. Keine Kohlenhydrate, das sind die ganzen Stücke. Und wir können das ja nicht sagen. Sehr, sehr wenig Fett, ja, sieht man. Und das muss dann alles weg. Oder? Krass. Bis wirklich nichts mehr drauf ist. Und das wird verarbeitet für das Power Beef? Das wird verarbeitet für das Power Beef. Und darum ist das auch ein Kostenpunkt. Das Fleisch ist viel, viel teurer, als wenn wir Fleisch mit Fettanteilen haben. Qualität kostet halt. Das ist überall genau, so. Qualität genau. Kostet. Das ist und, überall so. Und wenn wir ein Stück von dem Fleisch anschauen, das ist auspariert, ist alles weg. Das Fett ist alles weg. Jawohl. Alles weg. Das wird der Hacker runtergelassen, der Fleischwolf. Also man kann es nicht ganz essen, die Fasern sind alles so groß, man wird es ja. Zerkleinert. Und dann wird es abgefüllt in einen Protein, einen Rindsproteindarm. So ein riesen Betrieb, den du hier hast. Wie viele Mitarbeiter seid ihr? In diesem Betrieb sind wir 20. 20, okay. 20 Leute. Im Ganzen sind wir ca. 30. Wir haben verschiedene Filialen, wo wir Fleisch verkaufen. Ja. Fleisch aus der Region. Da ist das Fleisch, das wird jetzt auf den Fleischwolf gelassen. Damit kann eine gleichmäßige Körnung und gleichmäßige Strukturen halten. Jawohl. Krass. Ha, muss ich sagen, das habe ich so auch noch nie gesehen. Ich war noch nie in so einer Produktion. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe schon gesehen in Reportagen. So. Ja, genau. Aber wenn du live hier dabei bist, ist es schon noch mal was anderes. Ja. Und jetzt wird das vermischt mit Gewürzen und mit Salz. Und mit Flavking? Mit Flavking Gewürzen? Mit was Gewürzen? Flavking Gewürzen. Kennst du nicht die Flavking Gewürze? Nein, kenn ich nicht. Damit eine schöne, kompakte, homogene Masse entsteht. Mhm. Da reden wir von Bio-Power Beef. Das ist das Gewürz. Ja. Und das ist das Salz. Salz. So viel kommt in so eine Masse rein. Jawohl. Das ist doch interessant, okay. Da sieht man gerade, wie viel Salz drin ist. Es ist sehr wenig drin. Also ja. Wir könnten das fast reduziert verkaufen. Ja? Ja. Das ist auch nicht. Es gibt nicht viel, ja. Für diese Masse. Sie wie beim Metzger sieht es aus, oder? Wie bei dem Nico in der Metzger. Jawohl. So, die einzelnen Fettklümpchen, die sich noch im Fleisch verstecken, nehme ich da so während des Knetvorgangs nehme ich noch so da raus. Vorher viel Rindfilet gegessen. Rindfilet, Pferdefilet. Das Rindfilet ist immer noch marmorierter. Mit dem Fleisch, mit dem Fett so durchzogen. Und da ist es nur das reine und wir nehmen auch nur das magere Fleisch. Also das fettige Tier können wir da nicht mehr brauchen für diese Produktion. Mhm. Das ist eine Produktion in Bio-Qualität, das wollen wir hier haben. Krass. Als ich früher noch Fleisch gegessen habe, war es bei mir so, habe ich immer auf die Qualität geschaut. Ich habe nie dort Geld gespart bei der Qualität, weil ich finde es extrem wichtig. Ich sage immer, alles was du dir in deinen Körper reintust, du bist, was du isst. Ja, weißt du? So, ja. Und ja, wenn ich teilweise sehe, auch gibt es zum Beispiel Chicken in ganz günstig vom Ausland, ja, oder? Ja. Das ist schade. Ja, das schade, so ist es. Das sage ich immer. Achtet auf Qualität, ja. wenn ihr was kauft beim Essen, achtet auf die Qualität, das ist so wichtig. Glaubt mir, Leute. Hier wird das Power Beef abgefüllt in den Eiweißdarm vom Rind, den Rindproteindarm. Ja, das hast du mir vorher noch erzählt, das ist noch interessant da. Sag noch mal, wie das genau läuft mit den Därmen, das wusste ich auch nicht. Die Därme, normal die Alternative wäre ein Schafsdarm. Der Schafsdarm kommt aber von Iran, Irak. Und diese Tiere, weiß man, die werden geschäftet, die werden anders geschlachtet Check. Als bei uns. Mhm. Check mal den Finn Irving ab. Ich habe einmal eine Sendung gesehen, wie die das machen, auch für den hygienischen Standard, wie die das produzieren. Und mir hat das nicht gefallen. Ich wollte sofort eine Alternative. Und jetzt haben wir eine super Alternative.
ist immer gleich dick, es ist immer genau dieses Kaliber, wo wir brauchen. Und es ist aus Rindsprotein, wird das Produkt hergestellt. Okay. Jawohl. Wir sind jetzt hier in der Trocknungsanlage, sage ich mal, und hier gibt es ganz viele verschiedene Sorten. Andi, du hast mir vorher gesagt, es sei dir wichtig, dass die Tiere ein stressfreies Leben haben und dass sie auch eine gute Tötung haben. Ist dir das wichtig? Ja, also ich denke, das ist der Vorteil, wenn du deine eigene Schlachtung hast, wenn du weißt, von wo, von welchem Bauer, also der Bauer auch kennst, von wo das Tier stammt, ja. Dann kannst du einfach hundertprozentig hinter der ganzen Kette stehen, von der Schlachtung, also von der Produktion, von der Tierhaltung, über die Schlachtung, Zerlegerei, Einsalzen, Räucherei und das Ganze abpacken und verpacken, dann sind wir von der Kette von Anfang bis zuletzt immer da. Ja. Okay, ja, das ist gut. Das ist das Kriterium, dass du bei uns an der Pro Classic am Start sein kannst. Nee, das ist mir extrem wichtig. Das sieht man da, wir sind da auf der Alm. Das ist ein kleiner Ausblick, von wo wir kommen. Das ist mir wichtig. Ja, jetzt sind wir hier bei Pau Beef. So sieht es das aus. He? Sieht das aus, jetzt geht das nach 2-3 Tagen und das ist das Produkt fertig. Hat die Hälfte verloren, wird das so abgepackt, ist 4 Monate haltbar. Sind dann nachher, wenn es fertig ist, sind 50 Gramm. Okay, 50 Gramm. Also das sind 50 Gramm und die Hälfte ist dann der Protein. Ja, die 50% haben 20, 25 Gramm, okay. Genau. Jetzt, wenn der Sepp hier wäre, ich starte mit einem guten Freund von mir, wenn der hier wäre, ich würde alles mitnehmen und alles auffressen. Ja, genau. Ich selber, Sepp, wenn du das siehst, das nächste Mal, wenn wir hierher kommen. Genau. Da wird das Pau Beef abgepackt. Was kostet so eine Maschine, Andi? Die Maschine ist mit dem ganzen Werkzeug, wo das speziell für das Pau Beef ist, reden wir von 200.000 Franken. Krass. So, habe ich gedacht, das ist teuer. Es sieht auch verdammt teuer aus. Ja. Sind die schon abgepackt hier? Die sind jetzt frisch abgepackt. Jedes Stück kriegt eine Anschrift mit den Nährwerten, mit der ganzen Auszeichnung, mit dem Preis und mit dem ganzen drauf. 25 Gramm Eiweiß, ja. Das gibt es, das Grüne gibt es aber auch, das ist das Bio. Ja. Bio wird so. So was ist der Unterschied, was ist das, interessiert mich jetzt von einem Profi zu hören, was ist dann hier in der Schweiz der Unterschied zwischen Bio und Nicht-Bio? Wenn du sagst, die Grünen sind die Bio und die anderen nicht, was ist hier der Unterschied genau? Am ersten Moment für den Kunden, der erste Moment ist der Preis ist ein wenig teurer, aber ist der Mehrwert, der Nutzen ist von der Bio, die Haltung vom Tier ist viel strengere Vorschriften. Was heißt das konkret? Also das Tier muss immer Auslauf haben. Es ist viel strengere Richtlinien bei der Futterherstellung. Ja. Also es darf nirgends irgendwas, wie sagt ihr, Kunstdünger oder irgendwas. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, eingesetzt werden. Es ist einfach viel. Du meinst auch keine. Das Tier darf nicht behandelt werden mit Hormonen. Abras sind in der Schweiz also sonst verboten. Ja. Das gibt es nicht in der Schweiz, das ist Amerika. Ja, Amerika ist King für das. Ja. In Amerika müsst ihr aufpassen, wenn ihr dort Fleisch konsumiert. In Amerika ist es nochmal ganz anders. Das ist krass. Mann. Das ist dort ist mehr mit Hormonen. Aber bei uns ist das ja nicht mit Hormonen. Auch das Bio und das Konventionelle. Das Fleisch stammt aus dem Kanton Graubünden. Da ist immer ein Wappen drauf. Ein Stück Graubünden isst man damit. Ja. Ja, ich sehe, du lebst für dein Produkt. Ja, du lebst für dein Produkt, so wie wir auch für unsere Produkte genau, leben. Genau, das ist so, ja. Das ist schön zu sehen, dass du da voll dahinter stehen kannst. Ja, nice. Berufung. Ja. Wie lange machst du das? Bist du schon hier? Also ist das eine Generation, die du übernommen hast? Nein. Von deinem Vater oder bist du da? Nein, das ist ein Neubauer. Jedes Jahr wird etwas angebaut, seit 20 Jahren. Okay. Seit 20 Jahren war es mal ein Garten von meiner Mutter und so ist es. Krass, hast du dich hochgehastelt? Ja, genau, hast du dich hochgehastelt? Genau, jedes Jahr angebaut und gemacht. Ja. Krass. Ja, weißt du. Hey, José! Hi, Patrick! Hi!
Alles klar? Ja, top. Läuft wieder. Ja, läuft. Ja, läuft. Immer doch, immer. Sehr gut. Super, Andi. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Smalltalk gemacht. War interessant. Genau. War sehr interessant, auch für mich mal hinter diese Industrie zu schauen, dass wir da noch ein paar interessante Geheimnisse verraten, so wie es sonst so läuft hinter dieser Industrie. Und das ist krass, wirklich krass. Ich finde es gut, was du machst und für was du einstehst, wirklich. Schau mal, es geht nichts über eine gesunde Ernährung, weil, sag ich mir den Leuten, der Körper und der Geist hängt so nahe miteinander. Man muss den Geist pflegen, muss aber auch den Körper pflegen. Wenn man den Körper vernachlässigt, wird der Geist vernachlässigt. Ja, genau. Genauso umgekehrt, das ist eine Wechselwirkung. Ja, wir haben hier noch ein bisschen diskutiert. Ich habe mir so ein bisschen so meine Sichtweise noch erklärt, betreffend Veganismus, und das ist auch noch ist interessant. Also, wir sind hier nicht überall gleicher Meinung. Das ist in Ordnung so. Ich sage immer leben und leben lassen. Wichtig für mich war, dass die Philosophie stimmt. Und die stimmt. Die Qualität stimmt. Und darum sehe ich eigentlich so eine Kooperation, steht nichts im Wege. Das ist super. Top. Sehr gut. Ja, machen wir das. Ich habe gerade ein hartes Tief. Hatte jetzt einen Plantain-Shake in Kombination mit ein paar Carbs. Und das um 20 nach 5. Und das hat mich extrem müde gemacht. Wir haben jetzt den nächsten Termin hier mit Kevin von Proberware. Wir besprechen dort den Lounge und ein paar andere Sachen. Wir treffen uns meistens hier im Sedan Plaza in Pfäffikon. Hallo. Danke. Kennst du mich? Ich habe dich erst gesehen. In Seal City. Ja, stimmt. Hi. Hi. Wie geht's? Was machst du hier? Verkehrskadetten. Läuft's? Ja, normal, ja. Viel los. Ja, weiß ich noch nicht. Okay. Genau. Alright, hey. Ja, schönen Abend. Danke. Okay. Ciao. Bye. Tschüss. Ciao. Ciao, gerne. Tschüss. Yes. Die Welt ist klein. Speziell, wenn man einen YouTube-Channel hat. Ja. Ey, hure müde. Ich hab's gerade vorhin gesagt, ich bin voll ins Loch gefahren. Ich bin übelst müde, Mann. Ich glaube, hast du dich umgezogen? Ja, ich habe jetzt mich versucht, da reinzupressen, dass es geht. Wie war Power Beef, Bro? Hey! Haben Sie sich für vegane Beefs entschieden? Power Beef ist safe. Ich habe mit dem Andi Markkranich gesprochen, bester der Geschäftsführer. Ja. Und es war sehr interessant, auch ein bisschen hinter die Branche zu sehen, Bro. Es ist eine harte Branche, Mann. Wie meinst du? Ja, allgemein. Weißt du, wir haben über die ganze Fleischindustrie gesprochen. Ja. Wie das Fleisch verarbeitet wird, wie die Tiere gehalten werden. Und es bestätigt einfach einmal mehr, oder? Was, in welche Richtung wir gehen. Genau. Es ist sehr interessant. Es wird überall gespart, wo geht. Und bei ihm, bei Marc, ist es eigentlich genau, also bei Andi ist es genau umgekehrt. Er hat sogar verzichtet, stell dir mal vor, habe ich ein Beispiel gebracht, weil ihm die Tiere wichtig sind, weil ihm auch die Haltung der Tiere wichtig ist, die Qualität ist ihm top wichtig. Und er hat einen harten Deal, ich kann jetzt die Firma hier nicht nennen, aber es ist ein großer Vertriebspartner hier in der Schweiz, und die haben 50% immer weggeworfen. Die mussten aber das Fleisch nehmen und hat gesagt, er macht den Deal nicht mehr, weil er möchte die Tiere nicht töten, dass es nachher drauf geht. Das ist weggelaufen, ja. Genau, also die Power Beef, die sind mit uns im Deal für die Pro Bro Classic. Ja, können wir gut beantworten. War mir auch wichtig, weil es ja immer so viele Leute gibt, die meinen irgendwie, dass wir komplett anti-Fleisch sind. Überhaupt nicht. Wir haben selbst, also ich habe selbst 23 Jahre Fleisch gegessen. Also Power Beef als Sponsor für die Pro Bro Classic, absolut kein Problem, weil es gibt ja Leute dort drin, die Fleisch essen. Also von daher erledigt sich. Ja, es war so interessant, mal über das Ganze anzuschauen. Ja, Bro, ich muss noch ein geiles Instagram-Pick raushassen mit diesem geilen Ding hier. Schau mal. Das ist nice. Das ist richtig. Die zwei Farben, die wir haben, finde ich auch richtig geil. Wie smooth, Mann. Aha. Bro, so smooth. Snow. Fass noch mal an. So smooth. Oh. Halb neun, ich bin am Arsch. Wir hatten viel miteinander gesprochen, den ganzen Lounge rekapituliert und alles angeschaut. Geschaut, was läuft nicht, wo kann man optimieren, was kann man machen, papi papo. Und jetzt muss ich noch ins Training. Wettkampfdiät hat Priorität. Und da gibt es keine Ausnahmen. Es wird hart für mich. Ist einiges los hier. Schau mal, hier ist das Swiss Casino. Hier ist das Kino. Ja, das Kino. Das Casino. Da habe ich früher immer spielen gegangen. Und sobald ich das erste Mal 18 war, war ich hier, habe mir ein bisschen Roulette gespielt und so. Hey, ich bin durch. Der Sepp hat heute sein Muskelpedia gelauncht. Hast du das eigentlich mitbekommen? Habe ich mitbekommen, ja. Ich konnte es mir leider noch nicht anschauen. Aber ich Muskelpedia wurde heute gelauncht und erfolgreich. Erfolgreich schon. Ich habe gehört, es haben, glaube ich, schon 40, 50 Leute das
Muskelpedia in Angriff genommen. Werden wir auf jeden Fall auch noch anschauen im Detail. Ich bin gespannt, was da die Arbeit checkt ab. Mal schauen, ob er dem Lean Bulk System hier Konkurrenz machen kann. Hey, ich denke, es ist schon sicher sehr hart, Mann. Also der Sepp mit seinem Fachwissen checkt unbedingt ab. Muskelpedia.de. Mein Ticket muss ich auch noch entwerten. Ja, alle hier mit. Hier, check mal dieses Nummernschild ab dann. Ich find's ja geil, dass wir alle am selben Ort parkiert haben und alle gar nicht gecheckt haben. Ja, aber ja. Wie soll ich, nicht mal hinter dir komme ich da rein. Wie soll ich hier einsteigen, warte? Warte. Nein, Bruder, schau dir das an. Ja, das wird verdammt schwer, ja. Bruder, schick mal dem, mach mal ausfindig, wer das ist. SG337430 und dann kontaktiert ihn und dann fragt ihn mal, ob der parkieren kann. Ja, das sie. Es passt knapp die Kamera dazu. Scheiße, ich darf die andere Zeit da eigentlich aber. Hey Bro, ich bin so am Arsch. Ich bin wirklich am Arsch. Hey, war ein gutes Gespräch. Same here. War sehr gut. Wir geben Gas, gell? Wir sehen uns. Thanks, love, ciao, brother. Bye bye. See you. Bye bye. Bye, danke. Auch am Morgen im Regen geht's spazieren. Jackie, komm. Willst du nicht? Ist dir zu kalt? Es ist ihm zu kalt und es regnet. Gestern Abend, ich sage euch eins, es war ein hartes Training. Es war hart, weil ich merke jetzt natürlich auch, dass die Kraft immer mehr und mehr nachlässt. Morgen ist Samstag, genau eine Woche vor Miami. Und es läuft eigentlich alles nach Plan, alles nach Strategie, sodass ich dann meine Topform 3 Wochen später in LA habe. Ich muss jetzt noch zur Post und das hier wegbringen. Schaut mal, das sind ca. 100 Briefe, die jetzt nach Deutschland, Österreich, nach Liechtenstein, Italien, wir haben Leute von überall rausgehen. Und zwar sind das die Flyers von dieser Pro Bowl Classic Plakat-Gewinn-Aktion. Richtig geil, es haben sich so viele Leute gemeldet. Die Kuverts in die Schweiz, die sind schon raus. Und die wollte ich eigentlich über die deutsche Grenze bringen und von Deutschland abschicken. Weil ich war auf der Post, habe die Schweizer Kuverts gebracht. Habe dort 80 Euro bezahlt für die ganzen Schweizer Kuverts. Und für die deutschen Kuverts wollten die doch tatsächlich 350 Euro. Da habe ich gedacht, hey, seid ihr wahnsinnig, Mann. Dann bringe ich das schnell über die Grenze und bringe es auf die deutsche Post, weil da kostet es, glaube ich, nur 90. Aber jetzt ist es so, jetzt habe ich gar keine Zeit mehr, weil ich am Mittwoch schon nach Miami gehe. Die Terminkalender sind wieder voll, morgen jetzt an die SMBF und jetzt haue ich die halt trotzdem raus. Weil was soll's, die Leute freuen sich, die hängen dann die Plakate von der Pro Bowl Classic in ihrem Gym auf und machen ein Selfie, schicken das uns und dann können die Tickets gewinnen und die limitierten Shirts von der Classic. Das ist eine richtig geile Aktion. Wir haben wirklich eine harte Community und ich habe an diesem Tag, wo wir diese Aktion gemacht haben, wir haben ungefähr 2 Stunden gebraucht, um alles zu signieren. Wir haben einen Flyer signiert. Wir haben die Plakate reingemacht, Adresse von Hand aufgeschrieben, zack, und dann eingepackt. An diesem Tag habe ich einen hart geilen Vlog gemacht. Und was ist passiert? Die Speicherkarte wurde gefickt. Das hat mich richtig aufgeregt, vor allem in der Wettkampfdiät. Ihr müsst euch vorstellen, da gibst du Energie rein in diese Videos, man richtig geil, machst du geile Videos und war ein geiler Vlog. Sehr geiler Vlog. Und am Abend möchtest du die Karte reinschieben in den Laptop und es geht nicht. Dann bin ich am nächsten Tag nach Zürich gefahren, Fachgeschäft, Datensicherung, überall hin. Die wollten sie auseinandernehmen, die Karte, aber sie war einfach gefickt und die Daten sind verloren gegangen. Naja, muss man akzeptieren. Ich sage immer wieder, man muss das ändern, was möglich ist, das ist bei einem selbst. Die anderen Sachen, die man nicht beeinflussen kann, naja, kann man nicht beeinflussen. Schade für euch, schade für mich, aber was soll's. Yes! Hey Leute, ich habe Post bekommen. Richtig nice. Und zwar von einem sehr guten Freund von mir. Pa, 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 pa. Nice, brother. Richtig nice. Mit Widmung. Das neue Buch von Carl S. Und ich finde es richtig geil, weil ich habe das Buch schon ein bisschen, schon länger gesehen. Mal, ich habe es von ihm bekommen, circa vor
4 Monaten, was noch nicht in gebundene Version war, und habe mir das durchgelesen. Hey, und es ist wirklich ein richtig gutes Buch für all die Leute, die sich ein bisschen interessieren über den ganzen Veganismus, die auch sagen, hey, ich möchte mal vegan ausprobieren, weil hier stehen ziemlich wichtige und gute Sachen. Es ist auch sehr einfach aufgebaut, geil aufgebaut mit geilen Bildern. Das müsst ihr unbedingt mal abchecken. Das könnt ihr kaufen, ich glaube bei Amazon. Gebt einfach mal ein, Karl S. Fit Vegan. Unsere Zukunft ist vegan. Und das sehe ich genauso. Es hat ganz gute Grafiken drin. Wirklich, wirklich ein Top-Buch. Brother, wenn du das siehst, vielen, vielen Dank. Geil. Jetzt habe ich es auch in gebundener Ausgabe. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Kiss, kiss. Bist du noch am Posen, Bro? Nicht, ich habe nicht ein einziges Mal gepostet. No. Andere Prioritäten. Prioritäten setzen. Du bist Bescheid. Number two was, fuck cardio. Fuck cardio. Please. Let me lose muscle.